Hallo Leipzig! Akta, ad acta! Ich freue mich, dass so viele Leute heute gekommen sind, um gemeinsam in Leipzig und in vielen anderen deutschen Städten klarzumachen, es darf keine Ratifizierung von ACTA geben. Und dafür stehen wir, und das werden wir nicht nur heute deutlich machen, das werden wir jeden gottverdammten Tag deutlich machen. Und an dieser Stelle schöne Grüße an Ansgar Hemling und Hans-Peter Uhl. Eure Zeit ist abgelaufen, wir sind die Zukunft. Und wenn ihr den Kampf ausruft, dann habt ihr den schon verloren. Jetzt komme ich zu dem Teil des Ablaufs der Demo heute. Wir haben angemeldet eine Demonstration rund um den Innenstadtring, damit wir Leipzig und den Leipzigern auch klar machen können, was wir wollen, worum es uns geht, dass wir für ein freies Internet auf die Straße gehen, für das Recht auf Meinungsäußerung und gegen die Überwachung. Das wird nachher beginnen. Wir fangen hier vorne an. Das ist eine komplette Runde um den Innenstadtring. Wir sind das Netz! 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 Wir sind das Net
sind das Netz. Wir sind das Netz. Wir sind das Netz. Ich sag mir jetzt mein Name, das ist ein Problem. Ich bin nicht voll, wir sind das Netz! Wir sind das Netz! Liegen damit Achter! Ich möchte mich erstmal bedanken im Namen der Organisatoren für diese wunderbare Kraftvoll-Demo. Wir haben uns mit der Polizei geeinigt. Es waren über 3000 Menschen heute in der Straße, auf der Straße. Das heute ist euer Tag, an dem ihr deutlich gemacht habt, was ihr nicht wollt. Und das trägt den Namen ACTA. Und trägt auch den Namen Sopa und Pipa und alles andere, was die Freiheit beschränkt. Aber es reicht nicht aus, nur heute auf die Straße zu gehen. Es gibt noch viel zu viele Menschen, die können mit dieser Buchstabenkombination nichts anfangen. Die wissen das noch nicht, was ist das, was beschränkt uns hier. Und deswegen ist es auch die Aufforderung an euch alle, tragt diese Information weiter. Sprecht mit euren Nachbarn, mit euren Freunden, dass wir beim nächsten Mal, wenn die Bedrohung weitergeht, noch viel, viel mehr sind, damit wir deutlich machen, es darf kein ACTA geben. Die Freiheit des Netzes muss gewährleistet sein. Wir fordern Netzneutralität und das Recht auf eine freie Meinungsäußerung. ACTA ad ACTA! Und jetzt kommt noch ein weiterer Redebeitrag. Wir waren heute verdammt viele und wir haben heute verdammt viel hingekickt, indem dass wir nicht nur in unserer Stube gesessen sind, sondern hier auf die Straße gegangen sind. Hoch die internationale Netzneutralität! Ich würde gern sagen, dass das Problem an ACTA nicht unbedingt dieses Gesetz ist, sondern das, was daraus entsteht, nämlich diese Kultur des Misstrauens in unseren Köpfen. So, das hört sich jetzt vielleicht voll paranoid an und so, aber ey, ohne Scheiß. Also das Problem an dem Gesetz ist, dass wir alle unsere eigenen Zensoren sind. Und dass wenn nur 7 Länder dieses Gesetz ratifizieren, dass es dann EU-weit gilt und es also nicht nur um Deutschland geht, sondern, weiß ich nicht, man um ganz Europa, eigentlich um die ganze verfickte Welt und deswegen stehen wir hier und deswegen in einem Monat nochmal. Tut was gegen ACTA, tut was dagegen und fallt nicht zurück wie damals. Wehrt euch! Jenseits des World Wide Webs ist eine solche Form des Zusammenlebens jenseits vom Kapital und Staat und dem damit einhergehenden Verwertungszwängen möglich. Gegen ACTA, gegen Kapitalismus. Guten Abend. Ihr habt schon gehört in der Rede vorhin, vor der Runde, die Abgeordneten wissen nicht, was sie abstimmen. Das Problem mit ACTA ist nicht nur was mit Internet, es ist ein Problem mit dem ganzen System. Danach sehe ich, und ich hoffe, diejenigen, die es auch so verstehen, sitzen mit der Gruppe Acampada bzw. Occupy bzw. echte Demokratie jetzt in Verbindung setzt. Wir treffen uns jeden Montag, 19 Uhr. Unsere Webseite ist acampadaleipzig.org und wir kämpfen wie damals 89.
Wir brauchen Demokratie in unserem Herzen. Macht einfach mit, denkt mit, handelt mit. Wir singen uns jeden Montag und wir singen uns auch vor allem am 12. Mai gibt es wieder eine weltweite Kundgebung. Macht mit. Gegen ACTA, für die Freiheit alle. Woo!